Ich habe hier gerade das Problem, dass hier dauernd Autos vorbeifahren. Also nochmal, wir gehen jetzt rauf zu dem Wasserfall. Das Museum schauen wir uns nicht an, denn da waren wir schon drinnen. Und wenn wir oben sind, schauen wir uns noch ein paar Almen an und gehen über die Salinleitung nach unten. Jetzt gibt es schon wieder Motorradfahrer. Und nach dieser Salinentreppe werden wir uns noch zwei Sachen anschauen, die wir letztes Mal zufällig entdeckt haben. Jetzt bin ich fertig und jetzt kommt nichts und wir gehen jetzt aber auch. Also kommt mit. Und da müssen wir jetzt rauf. Jetzt stehen wir hinter dem Museum. Das Museum kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich sehr interessant. Da waren wir auch schon drinnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt heißt es erstmal eine Salinentreppe nach oben. Denn damals stand man auch schon ganz oben. Da haben wir auch ein Schild gelesen mit dem Namen Wasserfall. Haben aber da nicht gewusst, wie weit er entfernt ist. Und deswegen haben wir ihn damals nicht mitgenommen. Aber heute wollen wir ihn mitnehmen. Aber jetzt heißt es erstmal Treppen steigen. Ich habe keine Lust. Schaut euch das mal an. Naja. Ich kann nicht mehr. Pause. Alter, das ist ein Stich. Da merkt man, was man gemacht hat, bevor man wandert. Ach nee. Oh. Oh. Ich kann nicht mehr. Da sieht man nochmal eine Leitung, die was mit dem Pumpwerk hier zu tun hat. Also sprich mit dem Klaushäusel. Wir gerade die Treppe dann auf und jetzt geht es da weiter in die Richtung, in Richtung Wasserfall. Ach ja, diese zwei Häuser hier, die durften wir damals anschauen, mussten aber unsere Autoschlüssel abgeben und haben dafür halt Schlüssel für die Häuser bekommen. Also ich kann das Museum einfach nur empfehlen, wenn man sich für das interessiert. Aber jetzt genug von dem Museum, jetzt geht's mal zum Wasserfall. Ohne Stufen. Hier sieht man jetzt noch so ein Stück von dieser alten Salinenleitung. Sogar noch recht gut erhalten. Und da geht's jetzt rauf.
Hier stehen wir jetzt bei dem sogenannten Sandkasten Nummer 3 am Griesenbach. Und das ist, um es mal kurz zu sagen, war das halt sowas wie ein Zwischenspeicher bzw. ein höher gelegener Wasserbehälter für die Sohlepumpstation Klaushäusel. Und da wurde das Aufschlagswasser praktisch sozusagen zwischengespeichert bzw. lief das aus diesem Tal durch diese Sandkasten durch und lief dann darunter. Jetzt schauen wir uns das mal von drinnen an. Das ist praktisch so ein Behälter. Also das finde ich mal auch wieder klasse. Es steht ein Häuschen, da kann man reinschauen und auch reingehen. Und da steht auch ein Schild, was es ist. Also richtig toll. Jetzt gehen wir hier ein Stück am Wasser entlang in Richtung Wasserfall. Der müsste jetzt eigentlich auch bald kommen. Aha, und da sieht man richtig noch so Rohre. Das müsste eigentlich auch noch von der Salinenleitung sein. Schöner Wasserfall, ungefähr 10 bis 15 Meter hoch, das schaut richtig toll aus. Weiter gehen wir auch nicht hin, weil die Natur lassen wir hier in Ruhe. Jetzt tun wir noch mal einen letzten Blick auf den Wasserfall werfen. Und dann müssen wir leider diesen Weg wieder zurückmarschieren. Und bei diesem Sandkasten Nummer 3, da müssen wir dann links raufgehen. Die Tür wohl offen ist. Guck mal nach. Dankeschön. Alter, der traut sich was. Das Ding ist zu. Das Ding ist zu. Schade, oder? Ist leider zu, schade, ja. Gut, dann gehen wir jetzt dort darauf. Holla die Waldfee, auf geht's.
Da haben wir jetzt wieder ein Stück Leitung von diesem Aufschlagswasser. Und das geht jetzt da irgendwo da runter. Und wie man sieht, haben wir also ganz schön Höhe gewonnen. Im Hintergrund hört man noch den Wasserfall rauschen. Schon toll hier. Also dieses Zeichen, das werden wir heute zwar noch öfters haben, das ist der Salzalpensteig, aber das ist ein Weitwanderweg und den machen wir heute nicht. Und jetzt geht es weiter zu irgendeiner Alm, wie die gerade heißt, weiß ich gerade nicht. Oh, eine Bank! Eine Bank! Das ist gerade mal die zweite, die letzte war vorm Wasserfall. 5 Minuten Pause und dann machen wir weiter. Also das ist jetzt hier unser Ausblick von dieser tollen Bank. Man sieht halt wirklich nicht sehr viel, weil es sehr dusig ist. Aber wenn man genau hinschaut, kann man da hinten noch ein bisschen so den Chiemsee erkennen. Aber die Kamera hat leider ein bisschen Probleme mit der Fokussierung ab und zu mal. Also gerade im Moment haben wir wirklich einen richtig beschissenen Weg. Lose Steine, rutschig. Man muss jetzt aufpassen, wo man hintretet und es ist sehr unangenehm zu laufen. Ich brauche mal ein Kraftwerk, schätze ich mal. Weiß ich nicht. Könnte mal ein Kraftwerk gewesen sein, beziehungsweise der Einlauf dazu. Aber so genau wissen wir das halt nicht. Jetzt haben wir Mühlwinkel kurz gestreift, aber da gehen wir nicht wirklich rein, sondern wir gehen jetzt da den Weg wieder rauf. Jetzt haben wir hier so eine tolle Bank. Und an der Bank machen wir jetzt mal ein Päuschen. Und machen wir uns einen Tee bzw. einen Kaffee. Kaffee-Time und Tee-Time. Und dann geht Dienst und Weg hinter mir ein Stück weiter nach oben. Beim Mittagessen tun wir noch nicht, es ist einfach noch zu früh.
Aber jetzt einfach erstmal nach den Aufstieg, den Abstieg, erstmal wirklich mal 10 Minuten Pause und dann geht's weiter. Jetzt haben wir hier mit einem der besten Wege überhaupt, natürlich nur in Anführungsstrichlein mit Betonplatten, und da geht es jetzt in Richtung Adersberg. Das heißt natürlich, da kann uns ein Auto entgegenkommen, beziehungsweise können auch Autos aus der anderen Richtung kommen, weil das ein Hotel ist, das da hinten steht. Der Wanderweg hier, der ist echt nicht verkehrt. Der geht zwar mehr oder weniger parallel zu der Straße da unten, aber ist immer noch besser, als wir auf der Straße latschen. Ein richtig schöner Pfad. Also man kann hier sogar einen Berg sehen. Das ist aber nicht die Kampenwand, sondern das ist irgendwas anderes. Und ich schätze mal, dass das die Gederer Wand ist. Aber so genau weiß ich das nicht. Es ist halt sehr dusig und deswegen sieht man nicht wirklich was. Von hier hat man jetzt auch einen wunderschönen Blick auf die Berge und irgendein Tal. Da hat man leider so kleinere Berge da. Weiß aber nicht, wie die heißen. Und da unten, da sieht man die Straße. Ja, wir sitzen gerade wieder auf einer Bank mit nicht so einer tollen Aussicht, aber ich muss ehrlich sagen, es ist gut, dass es noch so einen Wanderweg gibt und nicht nur diese asphaltierte Straße, weil die ist wirklich nicht so schön zum Laufen. Gut, noch Pause und dann geht's die letzten paar Meter zu diesem Berggasthof oder Hotel, was das auch ist. Dann machen wir dann Pipi-Pause und dann geht's weiter zu der Litzelalm oder wie das Ding heißt. So, wie man sieht, ist jetzt hier der Wanderweg zu Ende und jetzt geht es die letzten paar Meter nach Adersberg auf der Straße entlang. Das ist jetzt Adersberg, beziehungsweise der Berggasthof, und da steht sogar eine kleine Kapelle davor, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie nennt man das, Schrein, genau.
eine Bank. Jetzt werden wir erstmal Mittagessen. Und wir haben jetzt gleich 13:30 Uhr. Dann gönnen wir uns das mal. Ja, bei uns gibt es jetzt halt stinknormale Ravioli mal wieder aus der Dose. Sehr lecker. Aber mit einer besonderen Aussicht. So. Und da kommt es jetzt gleich rein. Naja, also nach dem Klang darf man nicht gehen. Das Gute ist, wir wissen, dass das gut schmeckt. Haben wir auch schon als Kinder gerne gegessen. Servus. Servus. Ich muss schon sagen, Ravioli mit der Sicht, da wird er schon zum ganzen Gourmet essen. Da sieht man jetzt das Gipfelkreuz von der Kampenwand. Und links daneben, das müsste die Gederauwand sein. Das müsste die Lindelalm sein, die jetzt da kommt. Und da unten sieht man das Bayerische Meer, der Chiemsee. So, das ist jetzt die Lindelalm. Und von hier hat man einen wunderschönen Tiefblick über den Chiemsee. Und dadurch, dass es so dusig ist, kann man nicht einmal sehen, wo er aufhört. Ist irgendwo da hinten. Und das ist der Stich, den wir gerade nach oben gekommen sind. Zumindest ein kleiner Teil davon. Das hat sich gelohnt. Tolle Aussicht. Wow. Genau. Das ist die Aussicht in die andere Richtung noch einmal. Mit den ganzen Bergen. Spitzstein, eventuell der Geigelstein. Da ist die Gedererwand. Und die Kampenwand versteckt sich hinter die Bäume da.
Mhm. Wir waren jetzt gerade auf der Lindelalm. Da hat man wirklich einen Hammerblick über Chiemsee, über die Berge. Also es ist richtig toll. Die ist halt nicht bewirtschaftet. Aber wir gehen jetzt zur Herrenalm. Die ist eigentlich bewirtschaftet, aber wir wissen nicht, ob die jetzt schon offen hat. Weil wenn nicht, dann gehen wir weiter und wenn, dann trinken wir was. Lassen wir uns mal überraschen. Aber jetzt geht es erstmal wieder über so eine asphaltierte Straße, leider nach unten. Ja. Nein, du bist hier nicht. Was ist das? Ja, was wird denn das wohl sein? Es hat 8 Beine. Ach so. Aber so eine Spinne habe ich auch noch nicht gesehen. Herrenalm, 5 Minuten. Ah ja, da haben wir es hier gleich. Beinchen hoch, Beinchen rüber, Beinchen runter. Das Ding ist im Arsch. Kommt die Nägel auch schon aus? Riesenbaum. Da ist ein Weg. Das schaut jetzt aus, als hätten wir da irgend so einen alten Steinbruch entdeckt. Weil das ist mit Sicherheit nicht natürlich entstanden, so wie das ausschaut. Schaut recht interessant aus. Der Weg ist genauso abenteuerlich. Das ist eine Kuhweide, Schrägstrich Trampelpfad. Da unten die Alm, die man sieht, das ist die Herrenalm, da wollen wir hin. Und das könnte der Wanderweg sein. Den Weg von der Herrenalm zur Salinentreppe und weiter zur Seisealm, den kennen wir ja halt schon. Den sind wir auch schon vor 3 Jahren gelaufen. Aber schon mal wieder schön hier zu sein. Ja, jetzt gehen wir erstmal zur Salinentreppe. Das sind circa 265 Stufen nach unten. Und damals sind wir die hochgegangen, also das haben wir gemerkt. Aber jetzt gehen wir erstmal auf so einen breiten, komischen Weg. Und jetzt gehen wir da erstmal um die Kurven.
irgendwie so ein Fleckchen gefunden. Oh Gott. Da kann man halt da in diese Schlucht reinschauen. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera, aber es schaut schon toll aus. Aber wir gehen jetzt weiter. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Das ist ja nett. Das war vor 3 Jahren noch nicht da. Kleines Wasserrad. Da haben wir die Maria. Da oben ist noch ein Engel. Und da unten ist auch noch ein Engel. Und das Ding, wo das Wasser rauskommt, das schaut aus wie eine Gießkanne, die auf dem Kopf steht. Die schon ein bisschen eingewachsen ist. Und da oben ist noch eine Maria. Sehr, sehr schön. Irgendwie nett. Jetzt geht's 158 Stufen nach unten. Hier sieht man mal, was die Natur anrichten kann. Das ist aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich starker Regen oder wie auch immer. Sehr viel Niederschlag. Ist da der halbe Hang runtergekommen. Also ziemliches Chaos hinterlassen. Das geht bis da runter. Und da ist der Weg wieder völlig normal. Das war jetzt der Berggasthof Seiserhof. Wir sind gerade schön auf dem Abstiegsweg, aber unsere Tour endet noch nicht. Denn das letzte Mal, wo wir hier waren, haben wir noch eine Salinentreppe gesehen. Und die werden wir jetzt erstmal nach unten gehen und dann kommt noch was.
Aber das, was noch kommt, das seht ihr erst später. Aber jetzt müssen wir erstmal so einen asphaltierten Weg nach unten. Ja, hier oben wohnen auch Leute. Und die wollen ja mit den Autos auch hochfahren. Und da sieht man nochmal diesen Berggasthof. Das ist eher Hotel auch dazu. Ja, du kommst her. Ja, du bist ja super. Hallöchen, ne? Wer bist denn du? Ach, das ist ja nett. Nett, du? Ja. Die ist rollig, ja. Ja. Hm? Nett. Bums. Der Salineweg steht dran. Und die Treppe auch. So, das ist ein Glück. Ja. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Anstieg vor uns. Irgendwas um die, ich schätze mal, 30, 40 Höhenmeter. Und dann sind wir auch schon bei unserem nächsten Zwischenziel. Das Örtchen, wo wir jetzt durchgehen, das nennt sich Greimus. Das sind ein paar Höfe und das ist ja schon alles. Wir laufen jetzt zum Hochbehälter. Da ist ein Aussichtspunkt und vielleicht können wir sogar hochgehen, das weiß ich aber nicht. Das haben wir letztes Mal auch gesehen und dann haben wir gesagt, das nehmen wir heute auch noch mit. Und dann haben wir hier, glaube ich, fast alles schon gesehen und da ist auch dieser Turm. Und da gehen wir jetzt noch hin, genießen noch die Aussicht. Gucken wir mal. Das ist jetzt der Wasserturm und der wurde 1954 errichtet von einem Herrn Dr. Hugo Decker und der ist 1985 gestorben. Und war der Bürgermeister von Bernau. Genau. Und 2009 wurde der Turm sogar renoviert und aufgestockt, also sprich höher gemacht.
zwar nicht offen, aber man hat oben eine geile Aussicht. Muss mal die Treppen hochgehen. Und da haben wir einen Chiemsee. Da drüben ist Herren-Chiemsee. Frauen-Chiemsee ist dahinter. Und da ist er in seiner ganzen Pracht. Schön. Berg und Au. Jetzt haben wir hier Beobachter. Da stehen die netten Ziegen. Das war jetzt das Örtchen Bergham. Und das einzige Örtchen, was wir heute noch sehen, ist Bernau. Und dann mit dem Zug ab nach Hause, nach München. Ja, das war jetzt die Tour von Klaushäusl nach Bernau über die Herrenalm, Lindelalm und so weiter. Der Wasserfall war auch klasse. Also es war wirklich eine richtig tolle Tour. Auch die Salinentreppe, Treppen, es waren ja 3 Stück, also richtig klasse. Mir hat es auch sehr gut gefallen, aber es war schon ein bisschen anstrengend, weil man halt wirklich merkt, dieses Bergauf, Bergab, das strengt schon ein bisschen an. Aber es war toll, mir hat es gefallen. Und eine tolle Aussicht hat man. Wir haben hier immer noch eine tolle Sicht. Ja, wir laufen jetzt noch gemütlich zum Bahnhof. Der Zug wird wieder wahrscheinlich gerammelt voll sein. Aber es hat sich gelohnt, die Tour. Also dann, man sieht sich. Ciao. Ciao, servus. Wir hatten jetzt richtig Glück. Wir sind da vorne jetzt über die Schienen gegangen, deswegen erwischen wir jetzt auch noch unseren Zug. Wären wir jetzt nicht über die Schienen gegangen, sondern den anderen Weg, wo es auch die Unterführung gibt, hätten wir 10 Minuten mehr gebraucht und hätten wir es nicht mehr geschafft. In 2 Minuten kippt der Zug. Geschafft. Eine Stunde früher zu Hause.